Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Heute soll es auf die einzigartigen Regenbogenforellen gehen. Denn einer von euch hat in den Kommentaren geschrieben, das möchte er gerne sehen. Beziehungsweise, ob ich ihm sagen könnte, wo und wie die gefangen werden. Weil ich das in dem letzten Video gesagt hatte, dass ich es mittlerweile rausgefunden habe. Und deshalb machen wir doch direkt mal ein Video dazu. Aber bevor wir starten, gucken wir uns erstmal an, was wir dafür brauchen. Das sind zum einen die Lizenzen natürlich. Dazu gehen wir mal auf den Shop hier. Gehen auf Colorado, denn da sind sie zu Hause. Und diese Lizenz, die brauchen wir, die fortgeschrittene Lizenz. Ist ab Level 9 verfügbar. Die einfache ab Level 8. Deshalb müsst ihr aufpassen. Gerade war schon einer im Chat, der gefragt hat, wo man die fortgeschrittene Lizenz nicht kaufen kann. Die ist halt schon mal ein Level höher nochmal. Deshalb müsst ihr erst Level 9 erreicht haben, bevor ihr überlegt, dahin zu gehen. Sonst lohnt es sich nicht, weil ihr die Viecher eh nicht behalten könnt. Und wenn ihr es tut, müsst ihr Strafe bezahlen. Wie hoch die ist, weiß ich nicht genau. Weil ich noch keinen mitgenommen habe, den ich nicht fangen durfte. Aber auf jeden Fall, Level 9 ist Mindestvoraussetzung. Und ganz wichtig, wo haben wir es? Kescher. Denn die wiegen über 2,5 Kilo. Das heißt, ihr könnt euch hier den hier kaufen, wird euch aber nichts bringen, weil das Maximalgewicht pro Fisch 2 Kilo ist. Da passen 10 Kilo rein, aber die einzigartigen könnt ihr da nicht mitnehmen. Deshalb müsst ihr den hier nehmen. Zumindest solange ihr noch Level 9 seid. Ab Level 12 könnt ihr dann auch den hier nehmen. Oder ihr habt halt schon genug Gold gesammelt und könnt euch den hier für Level 8 und 35 Gold kaufen. Ich habe erst 32 Gold im Moment zur Verfügung, deshalb habe ich den auch noch nicht. Ich benutze auch noch das Ding hier für Level 6, denn das reicht durchaus für die Angelmethode. Warum, werden wir gleich sehen. Ansonsten könnt ihr euch auch den hier holen. Da passt auf jeden Fall noch mehr rein, dass ihr alles einstecken könnt, was ihr fangen werdet. Denn Geld müsst ihr natürlich nebenbei auch noch machen. Also nicht nur die Trophies, ach, die einzigartig mitnehmen, sondern auch die Trophies und die normalen Forellen, damit die Reisekosten zumindest wieder finanziert werden. Was haben wir noch? Ausrüstung. Nichts Neues. Selbe Setup wie bei den letzten Forellen auch. Immer noch die Elemental 240 Ultralight, Callisto XS1000, geflochtene 012er. Und der Spinner ist es tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt auch mit Gummifisch fängt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, weil ich auf den Gummifisch mehr Fehlbisse bekomme. Einfach durch die Kleinfische hier anbeißen. Deshalb eigentlich einfach mit dem Spinner, weil es mit dem Spinner auch klappt und man die einzigartigen damit auch fängt. Deshalb machen wir das auch so. Und dann reisen wir mal dahin, würde ich sagen. Ich mache direkt mal hier ein paar Tage mehr. 280 Dollar sollten wir hinkriegen. Wetter ist konstant, also keine veränderten Bedingungen. Und dann setzen wir uns mal in den Flieger und machen uns auf den Weg zu den Forellen. Der Spot, den wir letztes Mal hatten, der war gar nicht so scheiße. Das war sogar eigentlich schon der richtige Spot, aber ein kleines Geheimnis gibt es noch. Das werden wir jetzt sofort herausfinden. So, hier sehen wir nochmal schön die Beißzeit. Könnt ihr euch nochmal einprägen, 17 Uhr hier. Höchste Zeit, juckt uns aber nicht. Wir machen es gleich komplett anders. So, wir gehen natürlich. Ist das der hier? Ja, ich glaube, der hier war es, oder? Ja, hier ist das Kraut, glaube ich, ja. Da gehen wir hin. Zum rechten Spot. Erstmal laden. Chat erstmal ausblenden. So. Und dann gehen wir ran ans Wasser. Spinner ist in der Hand, drücken einmal T und dann heißt es vorspulen. Und zwar, es lasst mich rechnen, 15 Stunden, glaube ich. Ja, kommt das hin? 12 sind 5 Uhr, 6, 7. Wir sollten jetzt ungefähr bei 8 Uhr enden, hoffe ich. Wenn nicht, habe ich einen Fehler gemacht. Da war meine, ja, perfekt.
8 Uhr muss es nämlich sein, denn die Forellen, die einzigartigen zumindest, beißen angeblich nur von 8 bis 21 Uhr. Und zwar ist da hinten in der Ecke drin. Schön links da drin. Methode bleibt dieselbe. Einfach über Grund jiggen. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich glaube, beim Durchziehen weiß ich nicht, ob man die fängt. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht explizit getestet. Zumindest nicht lange genug, um da irgendwie eine Aussage treffen zu können. Und normal kommen so ab 38 Meter dann langsam die Bisse. Jetzt werden wir natürlich bestimmt wieder keinen bekommen im ersten Wurf. Aber irgendwann kommt schon einer und dann gucken wir, ob wir dann die einzigartige fangen. Die bringt 250 Erfahrungspunkte. Oh, ich glaube, jetzt haben wir direkt schon eine. Ah, die sollten wir jetzt hier nicht entkommen lassen. Hat auf jeden Fall die ersten zwei Züge gut gezogen. Jetzt weiß ich nicht, was zu machen, ob sie auf uns zuschwimmt. Na, könnte vielleicht doch keine sein. Vielleicht auch nur eine Trophy. Die ersten zwei Züge haben sich so angehört, als wenn es tatsächlich schon eine einzigartige wäre. Aber gucken wir einfach mal, was hier gleich aus dem Wasser kommt. Noch sieht man sie auch nicht. Jetzt springt sie einmal. Aber außerhalb vom Bildschirm. Oh, ist, glaube ich, gar nicht so klein. Also eine Trophy sind wohl auf jeden Fall. Schauen wir mal. Einzigartige Regenbogenforelle. Wer sagt's denn? Einmal ein Start hier nach Mars. Wenn es immer so leicht wäre, dann wäre ich echt begeistert. Gott sei Dank, nach dem letzten Video, wo ich ja nicht einen einzigartigen gefangen habe. Jetzt hier direkt den ersten. Hier sehen wir, 246 Erfahrungspunkte ist echt nicht wenig. Das lohnt sich richtig. Man fängt in der Stunde meist so ein bis zwei, manchmal auch drei, aber schon echt selten. Wenn man jetzt dann am Anfang direkt einen fängt, dann hat man natürlich gute Chancen, dass man zumindest noch eine zweite fängt. Deshalb machen wir auch direkt weiter, aber die Zeit läuft ja. Auch wenn ich jetzt hier alles verplappert habe, die ganze Zeit. Aber wir werfen einfach mal direkt aus und gucken mal, ob wir noch ein paar andere hier rausziehen können. Auf jeden Fall schon mal diesmal der Beweis erbracht, dass es so funktioniert. Und das direkt beim ersten Fisch ist natürlich hervorragend. Das heißt, wir stehen jetzt nicht mehr unter Druck und können hier ganz befreit noch ein paar Forellen rausziehen und gucken, ob dann vielleicht noch eine Unique dabei ist. Die Zeit vergeht relativ schnell, aber man hat echt bei jedem Wurf eigentlich einen Biss. Es ist ganz, 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 ganz selten, dass man irgendwie mal keinen Biss bekommt. Das könnte auch schon eine Trophy sein. Gucken wir mal. Aber vielleicht auch eine normale. Hat jetzt nicht ganz so stark gezogen. Aber man hört es eigentlich schon echt an der Bremse, ob es eine Unique ist. Wenn die sich so anhört wie beim ersten beiden Mal abziehen, dann hat man echt gute Chancen. Danach hat sie leider ein bisschen schwächer gezogen, deshalb war ich erst nicht so sicher, ob es eine ist. Aber gut, hier war noch eine normale, aber 1,4 Kilo ist auch schon nicht so schlecht. Ich glaube, die Trophys sind bei 1,7. 1,4 ist schon ganz okay. Packt man natürlich ein. Was ihr beachten müsst, wenn ihr den Setzcache habt, den ich noch habe, der trägt ja nur 8 Kilo, dann solltet ihr nicht ganz so viele Fische reinpacken, wenn ihr noch keine einzigartige gefangen habt an dem Tag. Und ihr erst hier, sag ich mal, 6 von denen ihr fangt, dann wäre euer Kescher hier voll, beziehungsweise euer Stahlseil. Und die einzigartige würde nicht mal reinpassen und die bringt 5 Gold. Also, da sollte man sich natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Wenn man die dann zurücksetzen müsste, das wäre echt ärgerlich, auch wenn es die Erfahrungspunkte natürlich trotzdem gibt. Aber das Gold ist natürlich auch extrem wichtig. Gerade wenn man sich die Sachen kaufen will, ein paar sind echt sehr teuer. Und deshalb lasst auf jeden Fall immer ein bisschen Platz, dass ihr noch... Ihr müsst gar nicht die vollen 2,4 Kilo Platz haben, die der Fisch jetzt hier wiegt. Ihr könnt auch, glaube ich, es reicht, glaube ich, sogar vollkommen, wenn ihr 7,9 Kilo von 8 Kilo voll habt. Dann könnt ihr die durchaus noch reinpacken, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Begrenzung gibt. Auf jeden Fall könnt ihr das durchaus überschreiten, das Maximalgewicht.
Ihr dürft nur nicht von Anfang an das Ding voll haben, so dass es schon über 8 Kilo ist. Dann geht es natürlich nicht mehr. Also da schön aufpassen. Wenn ihr nicht sicher seid, guckt lieber einmal mehr nach. Die Zeit hält an, solange ihr im Menü seid. Da braucht ihr keine Angst haben. Da kann nichts passieren in der Zeit. Und jetzt haben wir noch einen Hänger hier schön. Aber mittlerweile kann ich, ja, kann ich die auch lösen. Und das können wir direkt nochmal zeigen, weil es so schön ist. So. Jetzt aber. Gucken wir mal, ob noch ein Biss kommt. Ja, da haben wir wieder einen. Der Drill von Ende ist natürlich echt lang. Und wenn die springen, dann kann es schon mal durchaus vorkommen, dass die Schnurspannung ein bisschen runter geht, wie bei den Forellenbarschen auch. Schwarzbarsche sind es ja nicht, wie ich jetzt gelernt habe. Einer von euch hat auch sehr ausführlich in den Kommentaren den Unterschied erläutert zwischen Schwarzbarsche und Forellenbarsche und was weiß ich. Fand ich auf jeden Fall cool. Danke dafür und nochmal eine Regenbogenforelle in Trophäengröße. Also schon mal ganz guter Start hier. Da bin ich jetzt selber etwas überrascht. Normalerweise fängt man hier durchaus ein paar normale. Aber jetzt schon mal eine Unique, eine Trophy und eine normale. Ist eine gute Ausbeute für die ersten drei Fische. Und ein paar Minuten haben wir ja noch am Tag, bevor es dann 9 Uhr wird. Denn ab 9 Uhr ist echt tote Hose. Ich habe noch nie einen Fisch nach 9 Uhr gefangen. Und da wird es auch schlagartig dunkel. Da ist dann wohl die Nacht. Und die Fische sind am Schlafen. Ja, und da haben wir wieder einen Hänger. Was da jetzt los ist, weiß ich nicht. Normalerweise habe ich da keine Hänger. Aber gut. Solange der nicht abreißt, ist es egal. Denn auch der Köder kostet natürlich Gold. Das ist der Spinner, der... Ich weiß gar nicht, wie viel Gold genau der kostet. Ich glaube, der ist sogar relativ teuer. Lass mich nicht lügen. 5 Gold? Für 5 Stück? Ist auf jeden Fall nicht ganz billig. Wir sind davon am Anfang einige abgerissen, weil ich da noch die monophile Schnur drauf hatte. Der bleibt nicht hängen. Das ging ganz schön ins Geld. Beziehungsweise, ne, die sind mir gar nicht abgerissen. Die sind einfach weggeglitscht. So, jetzt haben wir aber einen. Da hatte ich die gekauft und dann wollte ich mir die in die Angeltasche packen von meinem Zuhause aus. Und dann waren sie auf einmal weg. Neustadt hat auch nichts gebracht. Habe ich den Support angeschrieben, aber die haben nie geantwortet. Also von daher, obwohl sie irgendwie da was von Refund geschrieben hat. Man sollte mir eine E-Mail schicken, habe ich getan. Nichts gehört. Ich habe dann ein paar Minuten später eine Meldung bekommen, dass ich einen Tag mehr Premium-Account hatte hier. Vielleicht war es das von meinem Refund, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich meinen Cacher hier schon voll ab. Aber einen haben wir ja drin, deshalb, ja okay. Also, die anderen lasse ich jetzt mal alle frei, wenn wir noch welche fangen sollten, damit ich noch Platz hätte für die zweite Unique, falls eine kommt. Außer wir fangen halt noch so eine Forelle mit 1 Kilo, die könnten wir noch mitnehmen. Deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen aufs Gewicht achten. Die ersten Meter könnte man eigentlich auch skippen, aber ich mache das jetzt hier einfach mal der Vollständigkeit halber schön in die Kante da rein. Nicht, dass die Forelle direkt am Anfang der Kante steht und wir daran vorbei angeln. Oh, die hangen mal relativ früh. Ah, das könnte sogar so eine Kiloforelle da sein. Ah, wobei. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Gleich wissen wir mehr. Noch 3 Meter. Und ah, 1,1. Boah, das könnte gerade so passen. Nee. Ist mir zu riskant. Ich weiß nicht mehr, ob ich 6,8, oder? Gucken wir doch mal. Ja, 6,8, das hätte
Ja, doch, hätte glaube ich sogar gepasst. Mit 1,12 hätte es gerade so hingehauen, aber was soll's. So viel bringen die jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie was mitnehmen müssen. Das Problem ist halt wirklich, dass ihr dann hier echt so schon die 5 Tage voll machen müsst, damit ihr halbwegs gut rauskommt mit den Kosten. Weil die Einzigartigen ja schon relativ viel Platz wegnehmen und man hat dann halt von denen kein Einkommen, außer das Gold, aber von Gold kann man nicht reisen. Und nur die Normalen und die Trophies geben dann das Geld, um euch die Reise zu finanzieren. Deshalb müsst ihr schon die 5 Tage voll machen. Ich weiß nicht, wie viel man am Tag hier genau bekommt. Das können wir gleich gucken, sobald hier der Tag abgelaufen ist. Da können wir einmal vorspulen. Dann sehen wir es ungefähr. Und man möchte auch nicht mal mit Plus-Minus rausgehen. Man möchte auch mal mit Plus rausgehen, damit man sich auch mal neue Sachen kaufen kann. Denn sonst kann man sich zwar die Reise leisten und das ist ganz in Ordnung, solange man die Sachen hier einmal vollständig hat. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einen neuen Setzkescher kaufen möchte, die gar nicht so billig sind, die kosten schon 200, 300, 400 Dollar. Zumindest die größeren. Dann sollte man schon einige Angelausflüge machen, die auch Gewinn bringen. Oder wenn man halt mal eine neue Angel braucht, neues Equipment für irgendwelche anderen Fische, die man fangen möchte. Nicht immer nur auf Plus-Minus angeln. Das bringt es dann am Ende auch nicht. Und jetzt sind wir tatsächlich da einmal vorbeigekommen, ohne einen Biss zu bekommen. Aber das macht nichts, denn da vorne kommt nochmal so ein Loch. Vielleicht kriegen wir da einen. Ich mach's einfach bis zum Ende durch. Sowieso nur noch hier 16 Ingame-Minuten bis 21 Uhr. Gucken wir mal, ob wir da noch eine zu Gesicht bekommen. Ja, hier will keine mehr. Na gut, dann würde ich sagen, werfen wir einfach nochmal neu aus. Da ist nix. So, nochmal da hinten rein in die Ecke. Leider ist das Wasser da tatsächlich ein bisschen buggy. Deshalb kann es manchmal vorkommen, dass man da hinten drauf wirft. So, aber das hat gepasst. Also, wenn ihr den linken Baum da so ungefähr anvisiert, wo jetzt die Spitze von der Rute drauf ist, dann sollte es passen. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo ihr hier steht am Ufer. Ich kann nicht mal kurz runter gucken. Ich stehe an dem Stein so ungefähr. Aber solange ihr halbwegs ein bisschen rechts steht, könnt ihr da hinten in die Ecke reinwerfen. Und dann solltet ihr auch die einzigartigen fangen. Da mal ein Zupfer, aber der hängt nicht. So, könnte doch schon fast das letzte Mal sein, dass wir hier durchfischen können. Bevor es dunkel wird. Ah, da haben wir noch einen Zupfer, jetzt hängt er. Die werde ich dann auch mal einpacken. Weil wir haben noch einen Platz frei im Setzkescher. Den wollen wir natürlich nicht verschwenden, deshalb nehme ich immer den letzten Fisch des Tages dann mit. Wobei wir vielleicht noch einen kriegen würden, aber Schwamm drüber. Oh. Der passt sogar, den können wir mitnehmen und dann könnte man noch einen mitnehmen. Sehr gut. So lobe ich mir das. So, schön rein da in die Ecke. Und raus mit dem Köder. Und dann hoffen, dass wir in den letzten 8 Minuten hier noch einen fangen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Sekunden so eine Minute hat. Müsste ich jetzt mit der Stoppuhr mal daneben stehen. Aber geht schon relativ schnell. Aufnahme läuft jetzt knapp 20 Minuten. Und am Anfang habe ich auch viel gelabert noch. Also, ich sag mal, allzu lang geht das hier nicht, der Tag. Beziehungsweise die eine Stunde ja nur. Wenn man den ganzen Tag hätte, wäre es natürlich noch besser. Da könnte man sich den Kescher nur mit den Forellen voll machen, bevor man den Tag weiterspult. Aber das geht leider nicht mehr.
Ja, und das kriegen wir schon. Kein Biss. Doch, da haben wir noch einen. Ja, und das ist nochmal eine Unique, oder was? Nee. Nee, nee. Hat sich nur am Anfang so angehört. Könnte vielleicht noch eine Trophy sein oder so. Aber jetzt schwimmt er erstmal auf uns zu. Gucken wir mal, was wir da gleich rausziehen. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so klein aus. Ja, nochmal eine Trophy. Können wir hier tatsächlich nochmal behalten, obwohl wir nur noch so 200 Gramm frei haben oder so, oder 100 Gramm. Deshalb einstecken. Und jetzt gleich sehen wir den Super-Effekt. 20.58 Uhr, wir warten kurz bis 21 Uhr. Denn dann seht ihr mal, dass man das Ende der Angelzeit eigentlich nicht verschlafen kann. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie schleichend kommt. Man wird schon relativ deutlich darauf hingewiesen, dass jetzt Zeit wäre, den Tag vorzuspulen. So. Dämmerung hat eingesetzt. Manchmal kommt sogar noch der Mond da raus. Aber wahrscheinlich muss man jetzt noch so 2-3 Minuten warten, bis es wirklich noch viel dunkler ist. Aber sobald sich das Licht einmal dimmt, ist Schicht im Schacht. Wir können jetzt hier nochmal gerne hinwerfen und uns das Ganze angucken und hier gucken, ob wir noch nach 21 Uhr einen Biss bekommen. Boah, jetzt geht hier sogar noch das Licht wieder an, oder was? Habe ich auch noch nicht erlebt. Alles klar, macht uns aber nichts. Ja, jetzt wird es hier tatsächlich relativ schnell dunkel. 21.05 Uhr. Die Nacht bricht rein und wir werden hier keinen Biss bekommen. So, trotzdem möchte ich das jetzt hier ordentlich abfischen, zumindest bis 20 Meter oder so. Um euch zu zeigen, dass jetzt Zeit ist zu gehen. So. Also bis 30 Meter kein Biss. Gucken wir mal, was bis 25 passiert. Wenn da auch nichts kommt, dann könnt ihr mir glauben, dass da nichts mehr ist. Und das sieht ganz danach aus. Deshalb hole ich mal rein, denn dann können wir uns doch angucken, was wir jetzt am Tag auch an Geld verdient haben. Dazu drücken wir einmal T, spulen vor. Natürlich direkt wieder auf 23 Stunden weiter, damit wir wieder 8 Uhr haben. Und das Ganze wird dann einfach die ganze Zeit wiederholt. Und so könnt ihr euch die Taschen hier voll machen mit Gold, XP vor allen Dingen. Und auch Geld, also hier 107 Dollar haben wir bekommen für den Tag. Das heißt, wenn wir die 5 Tage voll machen würden, hätten wir knapp 500 Dollar. Plus minus, je nachdem, wenn man halt weniger Trophies fängt, mehr Trophies. Also kommt auf jeden Fall mit 200 Dollar plus ungefähr raus nach 5 Tagen, was nicht schlecht ist, und auf jeden Fall mit ordentlich Gold. 392 Erfahrungspunkte für die 7 Fische, die wir gefangen haben, ist echt nicht schlecht. Das ist natürlich ein Großteil von der Unique Forelle, die 250 bringt. Und deshalb würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend. So fangt also die einzigartigen Forellen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen dabei und auch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und Petri heil.